So, wir haben hier jetzt die mobile Powerbank und den Schlauch mit dem entsprechenden Fahrradventil dazu und schließen das jetzt mal hier an dieses Fahrrad dran. So, ich lasse mal ein bisschen Luft ab, damit man das auch nochmal im Praxistest besser sieht. Jetzt ist es angeschlossen. Jetzt starte ich einmal. Bisschen länger. Jetzt sehen wir hier. Er misst schon mal den Druck. Ich gehe jetzt auf manuell, könnte hier das Auto einstellen. Gehe mit Plus und Minus, kann ich nach oben oder nach unten navigieren. Gehe hier auf das Fahrrad und drücke dann auf Start. Perfekt, er hat den Druck abgemessen und jetzt kann ich das Ventil einfach wieder abnehmen. Tada!